Während Kingsley Coman in dieser Saison sportlich eine Leistungsexplosion erlebt, hält er sich in der Öffentlichkeit zurück. In einem seiner seltenen Interviews, Kicker Donnerstag-Ausgabe, spricht der Franzose über die Gründe seiner Vertragsverlängerung und über sein risikoreiches Spiel. Die Kicker-Bundesliga-Note von 2,59 sowie seine 4 Tore und 7 Assists in allen Wettbewerben dokumentieren die starke Form von Coman, der 2015 von Juventus Turin zum Rekordmeister kam. Just in dem Moment, als große Clubs anfingen, sich für den 21 Jahre alten Flügelstürmer zu interessieren, verlängerte er bei den Bayern bis 2023. Ich habe hier einfach ein gutes Gefühl und hatte keinen Grund zu warten oder zu spekulieren, sagt Coman. Der Verein hat sich mir gegenüber immer fantastisch verhalten, und als man mir einen langfristigen Vertrag anbot, war ich sofort dafür. Ich möchte mich hier durchsetzen, meinen Stempel hinterlassen und noch viele schöne Jahre in München verbringen. Anführungszeichen gestiegenes Selbstvertrauen und der Rückhalt des Trainers sind für den 15-maligen französischen Nationalspieler Gründe dafür, dass er in dieser Saison effektiver ist als zuvor. Wenn man nur hin und wieder eine Chance bekommt und sonst auf der Bank sitzt, ist das eine ganz andere Ausgangsposition. Dann steigt der Druck, und man kann als junger Spieler auch verkrampfen, betont Coman. Ich bin jetzt freier im Kopf. Für mein dribbelorientiertes Spiel, das vom Risiko lebt, brauche ich das. Ich muss auch das Gefühl haben, Fehler machen zu dürfen. Im Interview mit dem Kicker erzählt Kingsley Coman, warum es keinen Kontakt zu seinem Heimatverein Paris SD. Germain gebe, was seine großen Ziele für 2018 sind und wie sein Verhältnis zu Landsmann Franck Ribéry ist, seinem Konkurrenten um einen Startelfplatz bei den Münchnern.